Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo zu der erweiterten Checkliste nach EN 301549 für barrierefreies Word. Ich bin Gottfried Zimmermann, Leiter des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien und auch Leiter des Projekts Shuffle, unter dem diese Checkliste entstanden ist. Die Checkliste ist übrigens unter Creative Commons by Lizenz freigegeben, sodass Sie das auch gerne weitergeben dürfen und auch Änderungen machen dürfen, wenn Sie diese markieren. Ich möchte Ihnen in Kurzform erklären, worum es geht in dieser Checkliste, damit Sie Ihre Word-Dokumente in Zukunft barrierefrei machen können nach den gesetzlichen Vorschriften, wie das auch hier in Deutschland mit der BitV 2.0 vorgeschrieben ist für öffentliche Stellen. Ich überspringe ziemlich viel, das können Sie selber lesen. Wir gehen jetzt einfach diese Tabelle durch, die diese erweiterte Checkliste darstellt. Aber zuvor noch ein Wort, was wir in dieser Checkliste ausschließen, weil es einfach zu kompliziert würde. Wir schließen aus den Einsatz von Skripten. Das Beispiel Visual Basic Script oder so. Wenn Sie das machen, dann müssen Sie ganz viel auch selber programmieren, zum Beispiel was Tastaturbedienung angeht. Wir lassen das weg, weil das in der Regel nicht verwendet wird bei Word-Dokumenten in der Lehre oder zu anderen Zwecken. Wir lassen auch weg die eingebetteten Objekte. Also wir nehmen an, dass Sie das nicht verwenden, außer Online-Videos. Das ist hier berücksichtigt. Und wir lassen auch weg die Verwendung von Word als ein Formular Editor oder als ein Formularbearbeitungsprogramm. Dazu sollten Sie besser Programme verwenden, die da besser geeignet sind, dann oder nach PDF konvertieren. Aber das ist dann eine Sache für sich und auch wesentlich komplizierter, als wir hier in dieser Checkliste berücksichtigen können. Das heißt, wenn Sie diese drei Dinge beachten, also keine Skripte einsetzen, keine eingebetteten Objekte und auch keine Formularfelder, dann sind Sie hier richtig, dann können Sie diese erweiterte Checkliste anwenden. Ich habe ein Beispieldokument. Das ist kein schönes Dokument, sehen Sie rechts. Das sind nur so Textschnipsel und Bildschnipsel. Aber ich werde einfach anhand dieses Dokuments erklären, worum es immer geht. Und wir werden relativ schnell hier auch durchgehen durch diese Checkliste. Also das Erste. Sie haben ja gesehen, diese Checkliste ist nach Typ des Anwendungsobjekts sortiert, sodass wir versuchen, hier Sie an die Hand zu nehmen. Zuerst alles, was muss man fürs Dokument beachten, und dann auch weiter, was muss man sonst beachten: Marginalien, Kopf- und Fußzeile, Überschriften und so weiter. Also, und das EN-Kriterium ist immer das, was Sie vorfinden, wenn Sie den EN-Standard EN 301549 herunterladen. Den gibt es in Englisch, aber auch in Deutsch. Und da ist das entsprechende Kriterium, das diesem Checkpoint zugrunde liegt, dann immer auch benannt und auch ein Text dazu, wie das anzuwenden ist, das unter der Spalte Aspekt. Und dann auch noch, für wen das besonders hilfreich ist. Aber das überlasse ich Ihrer Lektüre jetzt hier. In diesem Video geht es darum, wie ist es zu verstehen. Also, zuerst Dokumenttitel, der muss bei den Metadaten hinterlegt sein, aussagekräftig und leicht verständlich sein. Wir schauen uns das mal an, ob das hier passt für mein Testdokument. Ich gehe auf Datei, dann auf Informationen und dann auf Eigenschaften und dort gibt es die Kategorie Titel und siehe da, es ist kein Titel, ich muss etwas eintragen, Testdokument. Also das habe ich schon mal korrigiert. Die anderen Sachen kann man machen oder auch nicht mit Tags und Kommentaren, aber der Titel, der muss vorhanden sein. Ein Wort noch zur Bedienbarkeit über die Tastatur. Word selber
leistet es eigentlich, dass alles über Tastatur bedienbar ist, wenn Sie eben keine Skripte zum Beispiel verwenden. Und deswegen sind diese Checkpunkte hier nicht vertreten. Sie können ja einfach nur, das sollten Sie ausprobieren, einfach nur als Hinweis, Sie können alles das, was hier oben unter diesem Ribbon, also unter diesem Band mit diesen vielen Buttons und Icons, also Menüband, was dort abgebildet ist, all das können Sie auch über Tastatur erreichen. Einen kleinen Hinweis, drücken Sie einfach mal die Alt-Taste und dann erscheinen Tastaturkürzel, die Sie drücken können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt unter Start, sagen wir mal, eine Überschrift markieren möchte, dann gehe ich jetzt auf, ich zeige es mal mit der Maus, aber drücke dann die Taste R für Start. Jetzt habe ich Tastaturkürzel für alles, was sich in diesem Menüband unter Start befindet. Und jetzt möchte ich zum Beispiel unter Formatvorlagen da reingehen, dann muss ich K drücken. K. Und jetzt klappt eben dieses Formatvorlagen und Menü auf und ich kann jetzt mit den Pfeiltasten auswählen, was ich hier zuweisen möchte, diesem Titel-Text-Dokument. Ich habe da eine Überschrift 1 zugewiesen gehabt. Oder ich kann eine neue Formatvorlage erstellen, indem ich O drücke und so weiter. Ich gehe jetzt mal mit Escape wieder raus. Mit Enter hätte ich das jetzt abgeändert. Und muss jetzt aber auch, weil ich nichts gemacht habe, dreimal Escape drücken, damit ich ganz draußen bin. Also man kann alles über Tastatur erreichen. Man kann sogar Textboxen und auch Bilder, die schweben, erreichen über die Tastatur. Ich zeige Ihnen das jetzt auch, aber mit der Maus, damit Sie sehen können. Beziehungsweise man kann das über die Tastatur ausführen. Ja, ich zeige das jetzt. Also, wenn Sie Objekte auswählen wollen, die jetzt nicht direkt im Text sind. Also ich bin jetzt hier mit dem Cursor auf dem Titel-Test-Dokument und gehe mit meinem Cursor Schritt für Schritt die Zeilen durch, mit dem Pfeil nach unten, mit dem Pfeil nach rechts, das wissen Sie, da können Sie im Text editieren. Ich komme aber nicht in die Textbox, die hier überlagert ist. Mit der Maus kann ich sie anklicken, aber nicht mit der Tastatur auf diese Weise. Was muss ich machen, damit ich über die Tastatur auf diese Textbox und in diese Textbox hineinkomme? Es gibt unter dem Menüband Start den Punkt, da muss ich jetzt R drücken, damit ich in Start komme, da gibt es den Punkt Markieren. Ich zeige das mal mit der Maus, drücke dann aber die Taste Scharf S. Das Kürzel ist für Markieren und dann kann ich sagen, alles markieren, K, Objekte markieren, O, alle Textbestände mit Bestandteile mit ähnlicher Formatierung auswählen, T oder W, Auswahlbereich. Ich wähle W, Auswahlbereich und jetzt öffnet sich rechts ein kleines Panel, das heißt Auswahl. Also solche Panels werden wir noch mehr kennenlernen und da bin ich jetzt drin und kann sagen, kann jetzt mit der Tab-Taste alle anzeigen, alle ausblenden und ich kann hier durchgehen mit den Pfeiltasten und ich kann zum Beispiel die Grafik 1 anwählen mit Enter und jetzt ist das hier, das ist ein Icon, digitale Barrierefreiheit, beziehungsweise das Logo von dem Kompetenzzentrum, das ist jetzt markiert und das kann ich jetzt mit Tab eben auch ansteuern, beziehungsweise weitergehen mit Tab auf das nächste. So entsprechend kann ich das auch machen mit Textboxen. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Wenn ich wieder auf das Auswahlmenü rechts kommen will, dann muss ich jetzt F6 drücken. Also mit F6 kommt man auch zwischen verschiedenen Bildschirmbereichen durch. Screenreader-Nutzer wissen das. Für die anderen ist das vielleicht neu. Ich bin jetzt allerdings auf der falschen Seite. Ich muss jetzt noch die Seite nochmal wechseln. Mit F6 gehe ich jetzt die verschiedenen Dinge durch. Bin jetzt oben auf der Seite 1 mit meinem Cursor und gehe jetzt mit F6 wieder auf dieses Auswahlpanel und kann dann hier sagen, ich möchte jetzt mit Tab und den Pfeiltasten möchte das Textfeld mit dem Cursor anvisieren. Jetzt ist das Textfeld markiert und wenn ich jetzt da reinkommen möchte, dann drücke ich noch die Enter-Taste. Ja. Beziehungsweise
Jetzt bin ich wieder draußen. Mit F6 muss ich dann wieder zurückspringen und bin jetzt in der Textbox und kann die editieren. So war es, genau. So, das jetzt reicht, um die Tastaturbenutzung zu erklären. Sie können also davon ausgehen, dass alles, was in Word hier dargestellt wird, auch erreichbar ist per Tastatur. Geht übrigens auch für die Fußnote, das zeige ich nachher noch. Ansonsten werde ich mich jetzt auf die Mausbedienung konzentrieren, weil die natürlich besser sichtbar ist, um etwas zu zeigen. So, wir machen weiter mit dem Checkpunkt D2. Die Hauptsprache des Dokuments entspricht der Sprache für die Rechtschreibprüfung. Hier die Hauptsprache geben Sie normalerweise so an, dass Sie das einstellen als Voreinstellung für alle Ihre Dokumente unter Datei und Optionen und dann Sprache. Und da sehen Sie Office-Anzeigesprache. Ist Deutsch als an erster Stelle bevorzugt, Englisch an zweiter Stelle. Beziehungsweise was hier noch wichtiger ist, also das wäre die Sprache, mit der man arbeitet, mit Menüs und so. Was hier wirklich relevant ist, ist die Office-Erstellungssprache und Korrekturhilfe. Und da sehen Sie auch Deutsch an erster Stelle stehen. Trotzdem sollte man sicher gehen, dass wirklich auch alles dann als Deutsch markiert ist, wenn das Dokument in Deutsch verfasst ist. Und wenn Sie einfach den Mauszeiger irgendwo oder den Cursor auf irgendwas draufsetzen, dann sehen Sie unten in der Statusleiste, dass hier Deutsch, Deutschland eingestellt ist. Oder aber, wenn das nicht erscheint, bei Überprüfen, Sprache für die Korrekturhilfe festlegen, dann erscheint hier auch ein Pop-up, in dem Sie die Sprache für dieses markierte Wort auswählen können. Das ist dann wichtig, wenn Sie Wörter haben, die anders markiert sind oder die eine andere Sprache haben, die müssen Sie dann markieren. Das werden wir gleich noch sehen. Dann gibt es den Checkpoint D3, sensorische Eigenschaften, dass man eben Bezug nimmt, wenn man auf interne oder externe Objekte Bezug nimmt, dass man das nicht beschreibt mit visuellen oder auditiven Merkmalen. So, zum Beispiel, schauen Sie sich denn das Dreieck an oder den Button mit roter Aufschrift. Solche Dinge, man kann es benutzen, auch die Farben, aber man muss immer auch ein Merkmal dazu nennen, das nicht auf visuelle oder auditive Merkmale Bezug nimmt. Zum Beispiel den roten Button mit der Aufschrift absenden. Und das Gleiche gilt auch für, wenn Sie irgendwelche auditiven Merkmale Bezug nehmen. Zum Beispiel, wenn Sie beim Video sagen, wenn die Musik ertönt, dann haben Sie das Ende erreicht oder so. Das sollten Sie auch redundant mit einer anderen Sache wiedergeben. D4 ist der Checkpoint, da geht es um den Einsatz von Farbe. Wenn Farben zur Übermittlung von Informationen eingesetzt werden, vermitteln auch Beschriftungen, Symbole oder Muster die gleichen Informationen. Ein typischer Punkt ist hier links. Also Verweise, die Sie markieren mit einer bestimmten Farbe, dann sollte das eben auch zusätzlich zum Beispiel noch unterstrichen sein. Dann gibt es einen Punkt über Marginalien. Ich habe Ihnen da mal ein Beispiel gezeigt. Das ist vielleicht nicht so bekannt. Eine Marginalie zeichnet sich dadurch aus, dass sie praktisch sich über so eine Spalte auf der linken Seite kann die sein oder rechts. Und die wird praktisch durchgezogen über alle Seiten hinweg eines Dokuments. Dazu sollte man eben eine Formatvorlage definieren. Ich mache mal das Panel mit Formatvorlagen auf über Start und dann
Formatvorlagen, diesen Pfeil, dann kriege ich eben jetzt rechts so ein Panel. Und da sehen Sie auch, da sind jetzt alle Formatvorlagen ausgewählt. Standardmäßig sehen Sie nur ein paar Formatvorlagen. Ich empfehle den Button Optionen und dann hier anzuzeigende Formatvorlagen auswählen, alle Formatvorlagen einstellen. Dann sehen Sie auch wirklich alle, die zur Verfügung stehen. Hier ist das Marginalie. Und wenn wir jetzt da mal reinschauen, wie dieses Format definiert ist, dann sehen Sie bei Formatvorlage ändern und dann muss ich nochmal drauf gehen, Button Format, Absatz und beim Absatz, das ist jetzt nicht das, was ich zeigen wollte. Ich möchte Format Positionsrahmen zeigen. Das heißt, wir haben hier einen Positionsrahmen definiert, der relativ ist zum Absatz und der links ist, Entschuldigung, horizontal links zur Seite und vertikal ist hier einfach nur zum Absatz definiert. Wichtig ist das Horizontale links von der Seite. Gibt es auch Anleitungen von Microsoft dazu, wie man das macht? Ich gehe jetzt wieder raus aus diesem Dialog Formatvorlage ändern. Wichtig ist jetzt, wenn Sie auf diese Marginalie gehen und es fokussieren, dass dann dieser Anker, der jetzt gezeigt wird, als so ein, wie so ein Ankersymbol, dass der auch wirklich ganz oben an der Seite verankert ist, sodass man eben auch das immer am Anfang der Seite vorgelesen bekommt. Also dort, wo der Anker ist, wird definiert, an welcher Stelle der Inhalt vorgelesen wird, wenn man einen Screenreader benutzt oder insgesamt sich die Seite vorlesen lässt. Und dieser Anker, der muss immer an der Stelle sein, wo es sinnvoll ist, dieses Objekt vorzulesen. Das gilt auch für Textboxen und Grafiken, die eben irgendwo verankert sind. Dann kommen wir zu den Vorschriften für Kopf- und Fußzeile. Bei Kopfzeilen K1, die müssen mit entsprechenden Formatvorlagen erstellt sein. Ich habe mal hier eine Kopfzeile, eine Fußzeile gemacht. Das ist nicht die Fußnote, nicht zu verwechseln, sondern es geht hier wirklich um die Fußzeile. Übrigens, die Fußzeilen können Sie auch hier erreichen über Einfügen und dann Fußzeile bearbeiten und dann sind sie unten drin und mit Escape können sie auch wieder mit der Tastatur rauskommen. Diese Fußzeile enthält nur eine Seitennummer, ist also okay. Eine Fußzeile oder auch eine Kopfzeile sollte immer nur Inhalte enthalten, die redundant sind, die sonst irgendwo im Dokument vorkommen, weil man, wenn man eben mit dem Screenreader sich ein Dokument vorlesen lässt, Kopf- und Fußzeile eigentlich immer überspringt. Und mit Escape bin ich dann wieder im normalen Text. Die nächste Vorschrift K2, Fuß, Endnoten und Verweise, basieren auf den Funktionen, die Word unter Referenzen anbietet. Das heißt, unter Referenzen kann ich, jetzt geht es um Fuß und Endnoten. Ja, das ist übrigens falsch. Das muss hier heißen Fuß, Endnoten und Verweise. Da haben wir schon einen Fehler gefunden hier. Sowas. Entschuldigung, das finden Sie dann richtig vor. Fuß, Endnoten und Verweise. Da geht es jetzt eben um solche Fußnoten, wie ich es hier angefertigt habe, mit der Nummer 1 zum Beispiel. Man geht einfach auf ein Objekt. Und geht dann unter Referenzen, Fußnote einfügen. Das habe ich schon mal gemacht. Und jetzt steht da die Nummer 1, eine kleine hochgestellte Zahl 1 als Fußnote. Und wenn ich da jetzt drauf springen möchte, dann, also nach unten gehen möchte mit der Tastatur, dann gibt es eben hier auch in diesem Menüband unter Referenzen diesen Button Notizen anzeigen. Wenn ich da drauf klicke, dann springt er runter in die Fußnote. Und wenn ich wieder drauf klicke oder mit der Tastatur eben ansteuere, dann lande ich wieder oben im Text.
Nur als kleiner Hinweis, dass man eben auch Fußnoten mit der Tastatur erreichen kann und bearbeiten kann, nur ohne Maus. So, das heißt, wenn ich das richtig mache, eben einfüge als Referenz, dann kann ich genau diese Navigation machen. Wenn ich das von Hand mir zusammenbastle mit hochgestellten Zahlen und unten einen Bereich, eine Textbox mache, die dann die Fußnoten enthält, dann kann ich eben nicht so navigieren und deswegen ist das nicht erlaubt. Dann kommen wir zu den Spalten. Wenn Sie Spalten machen, dann sollten Sie das eben auch mit der Funktion machen über das Menü-Layout. Ich habe mal ganz hinten Spalten gemacht. Also das sind Spalten hier, zweispaltig mit einer Trennlinie dazwischen. Die Trennlinie wird nur empfohlen, ist nicht Vorschrift. Und Sie können das über Layout Spalten 2 entsprechend dann definieren oder unter mehr Spalten dann nochmal genauere Angaben machen mit oder ohne Zwischenlinie, wie viel der Abstand ist zwischen den Spalten. Es wird hier empfohlen, mindestens 0,6 cm Abstand zu haben. Wir haben hier mehr, 1,25. Dann geht es um Überschriften. Ich sage jetzt das, was vorgeschrieben ist und nachher kommt noch, was wir empfehlen, was aber jetzt nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Das folgt dann in der nächsten Tabelle. Also alle Überschriften sind mit Hilfe von Formatvorlagen erstellt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf diese erste Überschrift gehe, Testdokument, dann sehen wir schon, das ist Formatvorlage Überschrift 1, die wird mir hier liefert. Wenn ich zur nächsten Überschrift gehe, dann kommt hier Überschrift 3. Also springe ich auf einmal eine Ebene weiter runter, als eigentlich natürlich wäre. Das ist erlaubt, ist zwar nicht empfohlen, aber ich habe das jetzt extra so gemacht. Gesetzlich ist das nicht vorgeschrieben, dass alle Ebenen lückenlos vorkommen. Es muss nur richtig geschachtelt sein. Also ich kann jetzt nicht das Testdokument hier, die große Überschrift mit Überschrift 2 definieren und Kompetenzzentrum darunter mit Überschrift 1. Das wäre dann falsch geschachtelt. Das ist nicht erlaubt. Das ist nämlich genau dieser Punkt Ü2. Überschriften sind korrekt geschachtelt. Das heißt, Unterüberschriften haben eine niedrigere Ebene als die Überschrift, der sie untergeordnet sind. Also sonst würde man ja die Bedeutung ins Gegenteil verkehren. Als nächstes geht es um Listen und Aufzählungen. L1, es sind nur Inhalte als Liste oder Aufzählung ausgegeben, die auch wirklich eine Liste Aufzählung darstellen. Also wenn ich jetzt hier also einige der ja, so ein Text willkürlich, sind mehrere Absätze, als Liste deklariere. Das mache ich dann über Start, Absatz und dann die Punkte als ungeordnete Liste oder 1, 2, 3 als nummerierte Liste. So, wenn ich das jetzt so definiert habe, dann muss das auch eine Liste sein und nicht irgendwas, was einfach nur Absätze hintereinander sind. Eine Liste ist immer eine Sammlung gleichartiger Objekte oder Elemente. L2 heißt, dass Listenaufzählungen mit Listen bzw. Aufzählungsformaten erstellt sind. Also wenn ich da jetzt mal schaue, diese geordnete Liste, die ich gerade erstellt habe, da gibt es eine Formatvorlage, die wurde dann automatisch ausgewählt von Word, die heißt Listenabsatz. Und das ist genau das, was hier auch verlangt ist. Dann kommen wir zu den Vorschriften für Texte. Zum einen Sprache. Also wenn ich jetzt einen Sprachwechsel irgendwie habe, ein englisches Wort, hier zum Beispiel User Interface, dann muss ich das auch als Englisch markieren, selbst wenn es Teil eines Links ist. Also gehen wir mal drauf, ich markiere das mal und jetzt steht da Deutsch. Das ist natürlich falsch in der Statuszeile hier Deutsch. Das möchte ich so nicht. Und ich klicke jetzt drauf und kann jetzt in dem Pop-up die Sprache Englisch Vereinigte Staaten auswählen. Und das ist jetzt auch definiert. Wenn ich jetzt den Cursor reinsetze, dann wird da unten in der Statuszeile Englisch stehen, Vereinigte Staaten. Ich kann auch, falls Sie das unten nicht sehen, diese Sprachangabe, dann kann ich alternativ auch aufrufen über das Menüband überprüfen, Sprache
Sprache für die Korrektur helfen festlegen. Da kommen Sie dann auch auf diesen Pop-up-Dialog. Ich habe mir das übrigens in die Schnellzugriffsleiste gestellt, bestimmte Dinge, damit ich sie schneller erreiche, und da kann man dann auch die Sprache entsprechend auch mit reinstellen. Dann, wenn ich Absätze mache, dann sollte ich das nicht künstlich durch Einfügen von Leerräumen machen, Tabulator oder Weicherzeilen, Umbruch, sondern immer nur direkt mit dem Absatzzeichen. Das kann man sichtbar machen über Start, Absatz und dann dieses Paragraphzeichen. Da steht dann einfach nur alle Anzeigen. Und dann erscheint eben dieses Paragraphzeichen immer als Absatzmarke. Und wenn ich jetzt ein Weichen, also wenn ich zum Beispiel zwischen einem Absatz und dem nächsten ein Weichen machen würde mit Shift-Enter, dann sieht man, dass das eben keine Absatzmarke ist, sondern dieses Zeichen wie so ein Return für den Weichenumbruch. Das zählt dann als ein Absatz zusammen, diese zwei Zeilen. Ich mache das wieder rückgängig, weil das eben so eigentlich nicht sein sollte. Dann T4, Seiten- oder Spaltenwechsel sind nicht durch Leerzeilen, sondern mit den Seiten- bzw. Spaltenumbruch erstellt. Ich habe hier am Ende einen Seitenumbruch nach der Tabelle, und das ist also korrekt. Ich kann den einfügen über das Menü Layout, Umbrüche, Seite. Ist besser, als wenn ich jetzt lauter Leerzeilen einfügen würde. Und das würde das Dokument dann auch nicht barrierefrei machen. T5. Texte haben ein ausreichendes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. Das wird weitgehend inzwischen auch von Word überprüft in der automatischen Überprüfung. Aber es ist gut, wenn Sie da trotzdem ein Auge haben. Also das ist wie fürs Web, mindestens 3 zu 1. Und Sie können da verschiedene Kontrastprüfer auch verwenden, die frei erhältlich sind, wenn Sie Word nicht vertrauen. T6. Jetzt geht es um Text, Tabellen und Grafiken. Jetzt geht es darum, dass wir sinnvolle Bezeichner wählen, wenn wir Überschriften, Abbildungs- und Tabellenbeschriftungen verwenden. Die sollen nur einmal auftreten, sind aussagekräftig und leicht verständlich. Ich habe hier mal ein Beispiel, eine Tabelle eingefügt, da kommen wir nachher noch dazu. Wenn ich die jetzt gesamt markiere, dann kann ich über einen Rechtsklick eine Beschriftung einfügen, dann kommt ein Pop-up, wo ich die Beschriftung eingeben kann, also Tabelle 1. Ich würde mal sagen Ausgaben und Einnahmen für 2022 und 2023. Und die Position sollte sein über dem ausgewählten Element. Bei Tabellen hat man normalerweise die Beschriftung darüber und bei Abbildungen darunter. Klicke ich auf OK und dann wird es hier eingefügt. Und Sie sehen auch, es hat eine bestimmte Formatvorlage, die heißt Beschriftung. Und es ist jetzt aussagekräftig und kommt nur einmal vor und leicht verständlich. Das Gleiche gilt für Überschriften und Abbildungsbeschriftungen. Dann T6, da kommen wir so ein bisschen in den Bereich von Formularen. Es ist aber noch nicht ein Formular selber, was ich gemacht habe, ist einfach. Nehmen wir an, man möchte, dass die Leute, die sich dieses Dokument anschauen oder ausdrucken, dass die hier, wo ich diese vielen Unterstreichungen, Underscore hintereinander gemacht habe, man möchte, dass dort die Leute ihren Namen eintragen. Und da davor habe ich geschrieben Vor- und Nachname. Und dieser Bezeichner für dieses, sagen wir mal, Pseudo-Formularfeld hier mit diesen Underscores, dieser Bezeichner, der soll jetzt eindeutig sein. Also nur einmal auftreten, aussagekräftig und leicht verständlich sein. Ich habe hingeschrieben Vor- und Nachname. Das ist auf jeden Fall besser als Name, weil man sonst nicht so richtig weiß, ist jetzt gemeint oder Nachname oder auch Vor- und Nachname. T8, da geht es um Blockzitate, die sind eigentlich relativ selten. Also wenn ich einen ganzen Absatz habe, der einfach ein Zitat ist. Nehmen wir an, dieser Absatz wäre jetzt irgendwo entliehen von Shakespeare oder so, dann gibt es eben auch
diese Zeichen oder diese Vorlage, die heißt Zitat. Und dann kann ich das so markieren als Zitat und dann wird es in Word hier zentriert dargestellt. Wichtig ist nicht die Darstellung, sondern dass es über eine Vorlage definiert wurde, sodass zum Beispiel auch Screenreader-Benutzer hier mitgeteilt bekommen, das ist jetzt nicht ein Standardabsatz, sondern das ist ein Blockzitat. Jetzt geht es um Links N1. Linktexte sind im Kontext aussagekräftig. Das heißt, besser ist natürlich selbst ohne Kontext. Ich habe hier einen Link, der heißt, hier geht es zum User Interface und dann einen Link hinterlegt. Sie finden oft in solchen Fällen, dass einfach nur steht hier als Link und dann normaler Text geht es zum User Interface. Es würde auch noch reichen, weil der Kontext eben da ist, mit geht es zum User Interface. Aber wenn Sie das Gesamt als Link machen, hier geht es zum User Interface, dann ist es noch besser. So, als nächstes geht es um die Vorschriften für Grafiken. Es sollten keine Bilder und kein Wordart eingesetzt werden, um einfach nur um Texte darzustellen, also sogenannte Schriftgrafiken. Die sollen nicht auftreten. Es gibt da Ausnahmen für essentielle Schriftgrafiken, zum Beispiel bei Logos, da gibt es die Ausnahme. Ich habe hier jetzt keine Schriftgrafik, also typischerweise wird man da irgendwie was reinkopieren als Bildchen, was dann aber einfach nur Schrift darstellt. G2, da geht es um Grafiken ohne inhaltliche Bedeutung, dass sie als dekorativ markiert sind. Ich habe hier eine Grafik mit meinem Bild und es gibt jetzt unter Überprüfen. Barrierefreiheit überprüfen. Alternativtext erscheint mir so ein, wieder so ein Seitenpanel rechts, wo ich einen Alternativtext angeben kann. Aber wenn das jetzt nur dekorativ wäre, dann würde ich einfach das Kästchen als dekorativ markieren anklicken. G3, es werden keine animierten Grafiken, GIFs verwendet. Habe ich jetzt kein Beispiel, aber es gibt GIFs, die bewegen sich die ganze Zeit und das möchte man nicht haben. Ist dann nicht mehr barrierefrei, wenn man es nicht abschalten kann. Dann G4, eine verlinkte Grafik, die Text darstellt, hat diesen Text auch im Alternativtext. Also wenn ich jetzt, hier habe ich ein Logo von dem Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit, da steht auch Digitale Barrierefreiheit drauf. Das heißt, im Alternativtext, der mir jetzt hier wieder in der Seitenleiste angezeigt wird, sollte auch das Wort oder die Wörter digitale Barrierefreiheit auftreten. Und ich habe das jetzt mal gelassen, wie Word das automatisch gemacht hat, nämlich diese automatische Beschreibung von Bildern, die taugt nichts. Da steht nur ein Bild, das Text, Schriftgrafiken, Grafikdesign enthält. Automatisch generierte Beschreibung. Also das kann ich nicht so lassen. Ich würde hier sogar ein bisschen mehr noch schreiben. Da würde ich schreiben, Logo des Kompetenzzentrums Digitale Barrierefreiheit, dann taucht das, was eben drinsteht in diesem Logo Digitale Barrierefreiheit, auch auf im Alternativtext, sodass man, wenn man jetzt Spracheingabe benutzt und einfach nur sagt Digitale Barrierefreiheit, dann kann das Spracheingabeprogramm erahnen, was Sie meinen, weil das eben auch in diesem Alternativtext vorkommt. G5, grafische informationstragende Elemente haben einen Mindestkontrast von 3 zu 1 zum Hintergrund. Also wenn Sie irgendwelche Grafiken verwenden, bitte achten Sie da auch, dass man den Hintergrund gut sehen kann, insbesondere bei Diagrammen. Also dass man Vordergrund und Hintergrund gut unterscheiden kann. G6, inhaltstragende Fotos, Grafiken, SmartArts, Diagramme, Gruppierungen von Grafiken und Online-Videos haben einen kurzen, prägnanten Alternativtext. Das ist jetzt das Normale. Also ich gehe mal hier auf mein Bild. Da ist jetzt gar nichts drin. Da würde ich schreiben, Foto von Gottfried Zimmermann zum Beispiel. Der sollte kurz sein. Wenn das jetzt eine größere Sache ist, wie zum Beispiel irgendwelche Smart Arts, dann sollten, wenn es den Platz eines Alternativtexts übersteigt, in der Regel sagt man so eine Kurznachricht, so 140 Zeichen Maximum,
Wenn das mehr ist, dann sollten Sie überlegen, dass Sie das an einer anderen Stelle im Dokument oder außerhalb des Dokuments, das dann per Link angesteuert werden kann, beschreiben. Ich habe hier ein Smart Art, das besteht aus drei Kästchen: Beratung, Prüfung, Mini-Workshops. Das ist das Angebot des Kompetenzzentrums. Darunter steht Abbildung 1, Dienstleistungen des Kompetenzzentrums. Und solche Smart Arts sind gebräuchlich, weil sie einfach zu erstellen sind und schön aussehen, schnell zu machen sind. Die muss ich aber noch von Hand beschriften. Leider nimmt mir Word das nicht ab. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe zu diesem Editierfeld für die Smart Art, wo das als Liste dargestellt ist, Beratung, Prüfung, Mini-Workshops, und gehe dann in das Feld für den Alternativtext rein, kopiere mir das einfach. Und im Prinzip habe ich jetzt schon drei Zeilen im Alternativtext, nämlich genau das, was dargestellt ist. Es ist noch schöner, wenn ich dann ein Komma dazu mache: Beratung, Komma, Prüfung, Komma, Mini-Workshops. Als Alternativtext, hier ist es kurz, hier reicht es. Gegebenenfalls müsste ich aber, wenn ich eine komplexe Grafik habe, das an einer anderen Stelle ausführlicher beschreiben. Und dann auch hier angeben im Alternativtext, wo ich das ausführlich beschrieben habe, wenn es nicht offensichtlich ist. Bei G8 geht es um Textfelder und Grafiken, die schwebend sind, also wie auch hier bei meinem Bild oder bei dieser Textbox. Ich zeige es mal jetzt an der Textbox. Man sieht hier mit diesem kleinen Feld unter Layout-Optionen, dass das mit Textumbruch verankert ist, also nicht mit Text in Zeile. Das wäre praktisch inline. Was ich gemacht habe, ist, es wird einfach verankert an einer Stelle und da steht dann mit Text verschiebbar. Und dieser Anker wird deutlich gemacht, wenn ich draufklicke, wenn ich also den Fokus drauf setze. Der befindet sich jetzt hier links von der Überschrift Kompetenzzentrum. Wenn ich das jetzt vorgelesen bekommen möchte an einer anderen Stelle, dann muss ich den Anker einfach verschieben. Zum Beispiel ganz am Anfang des Texts. Ein bisschen schlecht sichtbar. Der Kontrast ist jetzt nicht gut, aber da kann der Autor nichts daran ändern, wie der Anker dargestellt wird. Dann kommen wir zu den Vorschriften für Tabellen. Tabellen sind über Tabelle einfügen erzeugt. Also diese Tabelle hier, die ich hier erzeugt hatte, habe ich gemacht über Einfügen, Tabelle, und dann kann man ja auswählen, wie viele Zeilen, wie viele Spalten. Dann B2, bei Tabellen, die über mehr als eine Seite gehen, sind Seitenumbrüche in Tabellenzeilen unterbunden. Das wird oft nicht beachtet, das zeige ich Ihnen mal. Ich bin jetzt in der Tabelle drin und möchte jetzt die ganze Tabelle markieren. Das geht über das Tab-Tabelle, muss ich schon mal schauen, also über dieses Menüband Tabellenentwurf, Entschuldigung, Layout, auswählen, Tabelle auswählen. Jetzt habe ich die ganze Tabelle markiert und jetzt gehe ich auch im gleichen Menüband Layout auf Eigenschaften und muss dann hier das Tab Zeile auswählen und da steht jetzt Zeilenwechsel auf Seiten zulassen. Und das möchte ich eben nicht zulassen, weil sonst passiert eben das, dass eine Zeile zur Hälfte vorgelesen wird und dann die nächste Zeile zur Hälfte und erst wenn die neue Seite vorgelesen wird, wird die andere Hälfte der Zeile vorgelesen. Das wäre nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Deswegen darf ich das nicht zulassen, dass hier mitten in der Zeile umgebrochen wird. Wenn auf eine neue Seite umgebrochen wird. Also ich habe Zeilenwechsel auf Seiten zulassen deaktiviert und gehe jetzt auf OK und jetzt passt es auch. Dann Spaltenüberschriften sind als Kopfzeile markiert. Also wenn ich wieder in die Tabelle gehe, dann unter Tabellenentwurf gibt es Kopfzeile, das muss aktiv sein. Dann muss ich mir überlegen, habe ich den Zeilenüberschriften, also ist die erste Spalte auch eine Überschriftsspalte,
In dem Fall steht Jahr und dann 2022, 2023. Das sind meiner Meinung nach Überschriften für diese Werte, die dann in den anderen Spalten kommen, Ausgaben und Einnahmen. Deswegen habe ich hier auch erste Spalte aktiviert. Dann Zellen sind nicht miteinander verbunden, also kein so Verbinden von Zellen machen hier, dass ich mehrere markiere und dann bei Layout sage, zusammenführen, Zellen verbinden. Sollte ich nicht machen. Lieber aufsplitten in mehrere Spalten und notfalls eben auch dann mehrfach den Text da wiedergeben. Komplexe Tabellen sind in mehrere einfache Tabellen aufgeteilt. Also wenn ich so Art drei Dimensionen noch habe, wenn ich hier jetzt zum Beispiel noch trennen würde, Ausgaben und Einnahmen verschiedener Töpfe, zum Beispiel einmal habe ich vielleicht Personal und zum anderen habe ich Sachmittel. Und wenn ich das jetzt auch noch als Dimension reinbringen möchte, dann lieber eine Tabelle für Personalmittel und eine Tabelle für Sachmittel machen. Ist auch einfacher zu verstehen. Bei Formeln sollte ich den integrierten Formeleditor verwenden. Ich habe hier eine drin, a² plus b² gleich irgendwas. Und den Formeleditor erreiche ich ja über Start. Entschuldigung, einfügen, Symbole, Formel. Und dann kann ich auswählen, welche Formel ich einfügen möchte und kann das dann auch editieren. Das wird dann auch vom Screenreader richtig behandelt. Videos kann man einbetten als Online-Videos. Das macht man dann über Einfügen, Online-Videos. Und die sollten aber nicht flackern, weil es gibt eben die photosensitive Epilepsie. Wenn man diese Veranlagung hat, dann kann man eben einen epileptischen Anfall bekommen, wenn das Foto mehr als drei, wenn das Video flackert in einer bestimmten Intensität und Größe und zwar mehr als dreimal pro Sekunde. Dann bei Videos auch noch beachten, bitte, dass sie einen Untertitel enthalten, also auf der Videoplattform. Ich habe ja auch ein Video und das verweist auf YouTube. Wenn ich da draufklicke, dann kommt halt YouTube und dazu sollte es dann Untertitel geben auf YouTube. Und wenn es die gibt, dann kann ich die eben auch hier in diesem Pop-up entsprechend aktivieren. Und wenn es relevante visuelle Inhalte gibt, die nicht beschrieben sind auf der Audiospur, dann brauche ich eine Audiodeskription. Und ich kann das entweder als alternative Tonspur anbieten oder halt als separates Video. Und das sollte ich dann aber auch entsprechend einbinden. Entweder ich binde das zweite Video mit ein und schreibe dann dazu hier mit Audiodeskription oder ich gebe zumindest einen Link für das Video mit Audiodeskription, sodass man eben das dann direkt auf YouTube oder der entsprechenden Plattform aufrufen kann. Und dann gibt es noch zu Videos eine Empfehlung, die noch in der EN drin ist, dass man mit der Audiodeskription bitte nichts übersprechen soll, was jetzt relevant ist an auditiven Informationen. Also nicht reinreden in einen Sprecher oder einen Dialog. Ist aber nur eine Empfehlung, da steht ein sollte im Text des Standards. Ja, jetzt sind wir durch mit den Checkpunkten, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Ich werde noch ein paar Worte sagen zu der Tabelle, die diese Empfehlungen enthält. Das sind also Dinge, die Sie immer wieder hören, die gemacht werden sollten, die aber jetzt nicht vorgeschrieben sind gesetzlich. Trotzdem sind sie gut und die haben immer ein E vorne in der Nummerierung. Also EA1, sparsame Verwendung von Farben, ED1, dass man das Dokument auf Barrierefreiheit überprüft. Ich mache das mal jetzt hier bei diesem Testdokument und da wird also, da sind ziemlich viele Fehler drin, weil ich da einfach auch Dinge gezeigt habe. Ich gehe auf Überprüfen, dann Barrierefreiheit überprüfen, dann nochmal Barrierefreiheit überprüfen, dann erscheint rechts eben in diesem Panel die Fehleranzeige, es fehlt eine Objektbeschreibung, Diagramm 3. Dann, also da kann man eine Beschreibung hinzufügen, also den Alternativtext, das habe ich offensichtlich
falsch markiert vorher. Eigentlich sollte da dann rein Beratung, Prüfung, Mini-Workshops. Also es ist gut, dass ein Word daran erinnert. Dann Bild oder Objekt nicht eingebunden. Das ist erlaubt. Also Word ist hier strenger als eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Wenn man den Anker richtig setzt, haben wir ja gehabt, dann ist es erlaubt. Also dieser Fehler kann ignoriert werden. Trotzdem kann man natürlich überlegen, ob man das Inline macht, dann ist auch Word hier zufrieden. Und dann haben wir noch eine Warnung mit dem Textkontrast. Das ist auch sehr hilfreich, sowas dann zu beachten. Also verwenden Sie die allgemeine Prüfung von Word. Das ist immer gut, auch wenn es nicht alle Fehler findet. Aber ich mache das auch in der Regel. Dann eine Empfehlung für die Titel, dass die eben der Titel in den Metadaten, das unter Dateiinformationen, dass das eben dann auch dem Titel entspricht, der auch, also hier Testdokument, das sollte dann eben auch im Dokument ganz oben stehen und ist auch so und markiert als Überschrift Ebene 1 oder als Format Titel. Dann ein Inhaltsverzeichnis wird empfohlen, wenn die Dokumente umfangreich sind. Das ist hier der Fall, zum Beispiel für diese Checkliste, da haben wir das gemacht. Es gibt keine Leerzeilen im Dokument, also hier habe ich noch Leerzeilen drin. Das, aber ich kann jede Leerzeile auch ersetzen durch größeren Abstand und das mache ich einfach mal hier jetzt zwischen der Abbildung 1 und diesem Logo für das Kompetenzzentrum hätte ich gern mehr Abstand, dann markiere ich das. Und gehe einfach auf Start bzw. Layout, das ist das Einfachste, und vergrößere einfach den Abstand vor dem Paragraph und gehe da mal auf 18 Punkte. Und schon habe ich den gleichen gewünschten Effekt wie eine Leerzeile und es ist besser vorlesbar. Es muss nicht immer gelesen werden, Leerzeile, Leerzeile, Leerzeile. Ich kann das an den anderen Stellen dann genauso machen. Ist allerdings nur eine Empfehlung. EÜ1, erste Überschrift hat die Formatvorlage Titel oder Überschrift 1. Ja, ist sinnvoll, aber nicht vorgeschrieben. Man könnte auch mit Überschrift 2 anfangen. Wenn die Formatvorlage Titel verwendet wird, ist die nächsttiefere Überschrift eine Überschrift 1, also dass man dann keine Ebene überspringt. Genauso dann weiter. Überschriften unterhalb der Ebene 6 sollten vermieden werden. Ja, also da ist dann wirklich schon sehr mühsam zu lesen, wenn man auf Ebene 7 geht oder weiter. Beim Export in PDF ist das dann auch nicht mehr erlaubt. Es wird keine Ebene übersprungen. Das ist auch zu empfehlen. Also unter Überschrift 1 kommen dann Überschrift 2 und dann Überschrift 3 und so weiter. Und Überschrift erfolgt mit arabischen Zahlen. Also wenn man sie nummeriert, 1, 2, 3, nicht mit römischen Zahlen oder ABC, ist auch eine Empfehlung. Dann fette und kursive Texte sind mit der Formatvorlage dazu erstellt. Also wenn ich jetzt hier einen Text habe und möchte, gehe ich auf das Panel Formatvorlagen, möchte das kursiv machen, dann wähle ich am besten die Formatvorlage kursiv und das ist eine Zeichenvorlage. Ja, finde ich gerade nicht. Ich nehme jetzt die mit Fett, aber die mit Kursiv gibt es auch irgendwo. Drücke ich drauf und dann wird es fett markiert und ich habe es auch gleichzeitig als Formatvorlage. Das ist hilfreich für Screenreader-Nutzer. Man kann auch besser danach suchen. Dann die Schrift ist serifenlos, wird meistens beachtet, Arial oder Helvetica oder sowas oder Verdana. Dann Hervorhebungen durch Großbuchstaben, Kursivschrift, Unterstreichungen oder andere Texteffekte sind zu vermeiden und treten maximal einzeln bei Wörtern auf. Es ist einfach so, dass man sich dann schwerer tut, es zu lesen. Dann linksbündig ausgerichtet ist auch eine Empfehlung, ist einfacher zu lesen. Also der sogenannte Flattersatz ist einfacher als Blocksatz. Zeilenabstand sollte auch mindestens 120% sein, damit man besser zwischen den Zeilen wechseln kann und es einfach schöner lesbar ist. Der Zwischenraum zwischen den Spalten ist mindestens 6 mm groß und durch die Trennlinie markiert. Das habe ich vorher schon gezeigt. Links sollten nicht im Klartext auftreten als URL. Also nicht so wie hier URL, HTTPS und so weiter, barrierefreiheit.hdm-stuttgart.de,
sondern wenn ich dann drauf gehe, geht es mit Rechtsklick, Hyperlink bearbeiten, dann sollte ich bei diesem anzuzeigenden Text das schreiben, wofür es steht, nämlich Kompetenzzentrum digitale Barrierefreiheit. Und das ist dann eben auch, jetzt habe ich da noch was anderes angefügt, das ist dann auch besser zu lesen und wer möchte, kann ja auf den Link dann klicken. Bei E-Mails zum Beispiel, E-Mail-Adressen sollte man immer noch hinten hinschreiben. Also anzuzeigender Text ist eben auch die E-Mail-Adresse gzimmermann@hde-stuttgart.de und dann öffnet E-Mail-Programm. Also immer dann, wenn irgendwo ein neues Programm gestartet wird, das man jetzt nicht erwarten würde, dann sollte man das noch mit hinschreiben. Ist diese Empfehlung EN2. Dann unter Abbildungen und Übertabellen sollte man eine Beschriftung einfügen, die aussagekräftig ist. Und die erste Zeile mit den Spaltenüberschriften bei Tabellen wird als Kopfzeile auf jeder Seite wiederholt. Das zeige ich Ihnen, das ist nicht so bekannt, wie das geht. Also wenn ich jetzt die ganze Tabelle markiere, dann gehe ich auf das Menüband Layout. Und dort auf Eigenschaften, nein, nicht auf Eigenschaften, sondern ich gehe dort auf Daten und dann Überschriften wiederholen. Aber ich darf jetzt nicht die ganze Tabelle markieren, sondern nur das, was als Überschriftszeile dient. Und dann Daten, Überschriften wiederholen. Jetzt wird immer diese eine Zeile wiederholt, wenn die Tabelle weitergeht als eine Seite. Ich zeige das mal, ich füge einfach mal neue Zeilen hinzu und Sie sehen, ja, Ausgaben und Einnahmen wird wiederholt auf der nächsten Seite. Ja, damit sind wir durch. Das andere sind einfach nur noch Anmerkungen, was jetzt automatisch erfüllt ist durch das, was Microsoft in Word schon reingesteckt hat, einfach zur Ergänzung, damit Sie dann auch nachprüfen können, dass jedes EN-Kriterium hier tatsächlich mindestens einmal vorkommt. Noch ein Nachwort, das habe ich am Anfang vergessen. Also wir gehen einfach davon aus, dass das Dokument als Word-Dokument dann barrierefrei ist, wenn man in der Druckansicht, also das ist die Ansicht, die man normalerweise hat, die Layout-Ansicht, wenn das praktisch von allen Menschen bedienbar ist und editierbar ist. Wichtig ist aber, dass man alle Informationen lesen kann, ohne dass man den Text selber verändern muss oder irgendwelche Editierungen machen muss. Und das kann manchmal ein bisschen eine Herausforderung sein, gerade wenn es um Zeilenabstände oder so geht. Dann manchmal ist es auch interessant, noch eine andere Ansicht zu wählen, zum Beispiel auch unter anderem den plastischen Reader, bei dem ich dann einfach auch den Textabstand verändern kann, ohne zum Beispiel Spaltenbreite oder andere Dinge, ohne dass ich den Text selber verändere oder die Farbe mir eine andere Hintergrundfarbe wählen kann. Das verändert das Dokument nicht, sondern es ist nur eine andere Ansicht und es kann auch manchmal ganz sinnvoll sein oder dass ich mir Silben markiere. Das war nur noch eine Anmerkung. Wenn wir dann zurückgehen wollen zur normalen Ansicht, dann kann man das entsprechend beenden, den plastischen Reader. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Erstellen barrierefreier Word-Dokumente.